Bei der letzten Premiere von Paranormale Untersuchung, Fortsetzung des Falles Roman. Portalkontakt und plaudernde Geister ist ein schwerwiegender Fehler passiert. Aus unklaren Gründen sind genau 54 Minuten des Videos verschwunden, nachdem YouTube es bearbeitet hat. Als ich während der Vorführung feststellte, dass die angegebene Länge im Video nicht mit den tatsächlichen Inhalten übereinstimmte, 1 Stunde und 50 Minuten, stieg mein Misstrauen an. Dennoch haben wir uns dazu entschlossen, das betroffene Video weder zu löschen noch neu hochzuladen. Stattdessen erhalten Sie den fehlenden Abschnitt in einem separaten Clip serviert. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Wen? Das ist, glaube ich, eine sehr schwere Frage. Mach einfach mal. Jeder hat ja als Kind halt irgendwo so ein Idol gehabt, ja. Ne? Ich weiß nicht. Welcher war mein Idol früher? Was habe ich immer gerne geguckt, auch zu Silvester? Buchstaben fehlen, es kommt halt immer Hessel. Hessel kam, Hessel. Ich habe einmal schon komplett gehört. David. Ich habe Hessel immer verstanden. Hessel, Hessel. Das war Hesselhoff. David Hesselhoff, wenn man, ne? Der ja. War bei jedem in Nightrider und sowas. Was hast du denn auf welcher? Es gibt ja verschiedene Formen, wo man das abspielen kann. Ne? Und in welcher Form hast du denn ist das denn geschenkt? Das hat eine Bezeichnung. Bitte noch mal ganz klar. Es gibt eine CD, DVD. Nee, es gab zu dem Zeitpunkt. Kam schon, glaube ich, ich habe auch gehört. Nicht sicher, aber ich habe Kassette gehört. Ich bin auch ziemlich sicher. Wie hieß denn die Mama? Also meine Oma, die Mama von Margret, wie hieß sie denn mit Vornamen? Ich glaube, das kam schon. Nicht, ja, nicht alle bitte durcheinander raten. Hm. Nochmal einmal bitte, das hat... Genau, sehr deutlich, dass ich das auch verstehe. Und der hat bitte. Auch nur 4 Buchstaben, der Name. Ja, aber... Das ist immer der Typ... Mach's nochmal, mal gucken. Ich hab's klar jetzt gehört. So, pass auf, ihr sagt mir jetzt bitte, seid, oder bitte, 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 den Namen von der Mama, also meiner Oma, und einmal von meinem Opa. Also einmal von dem Mann von Lisbeth, Elisabeth, und einmal den Namen von meiner Mama, die Oma. Die Namen bitte einmal sagen. Erstens. Das sind kurze Namen. Der erste kam schon. Ja.
habe ich gleich als erstes. Da warst du noch nicht mal fertig. Also es war Hugo. Vielleicht habe ich es auch nicht gehört. Es wurde gesagt, vielleicht Hugo. Und einmal Ruth. Ja, und Ruth kam sofort, als du ausgesprochen hast. Wie immer. Das kennst du ja schon. So, und ich möchte einfach nur wissen, ich möchte für mich persönlich wirklich wissen, weil immer wieder Dennis, und das bezieht sich vielleicht doch auf Erika. Ist Erika gerade bei euch oder habt ihr Erika oft in eurer Nähe? Wie heißt der Mann, mit dem du früher verheiratet warst, der auch sehr bekannt hier in Delmenhorst war? Oder da gibt es auch noch ein Geschäft, oder es gab es vor kurzem noch ein Geschäft. Ich möchte nur den Nachnamen wissen. Sag mir Vornamen oder Nachnamen. Sie war ja mit Helmut ja, Lange. Ich weiß das. Möbelhaus, da war es auch jetzt das Billardcafé in Delmenhorst drin. Was ich ein bisschen schade finde, ihr seid viele und ihr wollt mit uns alle reden gerade. Wir kriegen dann, wenn Dennis nach Namen fragt, kriegen wir Namen, aber es sind viele verschiedene. Wenn ihr was wollt, weil ihr uns einen Namen sagt, dann müsst ihr uns schon irgendwas sagen, was wir da irgendwie rein interpretieren sollen. Zwei Stunden. Kannst du mir denn mal sagen, was hier für ein Name steht? Ja. Also, okay, Moment. Ich habe jetzt noch eine andere Frage. Wenn ihr das so schnell gesagt habt, dann seid ihr doch hier auch gerade anwesend, oder? Könnt ihr mich sehen? Wir sehen. Also braucht ihr Wasser zum Sehen? Es ist jetzt ganz gerade ein bisschen unfair. Könnt ihr euch vielleicht auch mal hier zeigen oder ist das zu hell? Das bleibt ja unter uns. Vielleicht könnt ihr euch auch mal kurz zeigen, damit wir auch mal sehen. Also. Ja, ich bin hier. Oder kannst du mal vielleicht irgendwas, aber nicht hinter der Kamera, vielleicht mal hier irgendwas zum Anschalten oder irgendwas ausmachen? Ja, warte. Wieder war ich, ja, warte. Was vielleicht ganz einfach geht, das wird jetzt garantiert bestimmt stören, wenn ich das anmache, aber. No. Aber ich mach das mal, das läuft mit Batterien hier. Ich habe hier jetzt keinen Strom dran. Kannst du das Ding mal zum Blinken bringen oder ganz ausmachen? Nein. Bitte. Oder. Ich habe hier was in der Hand, wenn ihr mich seht. Und ich gebe das Dennis da auch nochmal. Vielleicht ist Dennis gerade sichtbar für euch. Was ich hier in der Hand halte, könnt ihr da mal eure Energie oder könnt ihr da mal dann rumspielen oder eure Energie reinbringen? Das war einmal ausschlagen lassen für uns. Gib das Dennis da nochmal. Vielleicht ist Dennis gerade in der Nähe.
Könnt ihr mal zu Dennis hingehen, wenn ihr anwesend seid? Das Spannende ist, manchmal geht das gar nicht. Habt ihr, ich habe eine Frage. Wenn, es kann ja sein, dass ihr gar nicht jetzt richtig hier anwesend seid, hier, aber habt ihr vielleicht gerade so eine Art Tor auf, wo ihr uns sehen könnt? Ich habe noch eine andere Frage. Du hast gesagt, du kannst mich sehen. Wenn du mich sehen kannst, aber das liebe ich ja mal, ne, diese Frage. Ja. Dann kannst du ja auch, wenn du mich sehen kannst, dann kannst du ja auch sehen, wie viele Finger ich zeige, oder? Zwei. Stimmt. Also vier und erst kam zwei, weil du zweimal zwei. Nein. Wir machen das nochmal. Nicht, hör auf da jetzt reinzureden. Wir machen das nochmal. Wie viele Finger zeige ich? Ich muss einfach mal jetzt mal eine Koordination machen. Ja, da kam sofort. Moment. Drei. Wenn ihr Dennis seht, welche Farbe hat Dennis sein Pullover? Welche Farbe hat denn seine Hose? Also noch deutlicher geht's nicht. Nein, schwarz. Welche Farbe haben denn seine Schuhe? Ist das, was ich hier in der Hand halte? Weißt du, was ich manchmal glaube? Es kommt Zieger, ne? Hast du gehört Zieger, ja, Zigarette? Ich komm nicht ganz durch, ich weiß. Ich glaub, manchmal schon. Sind die Wörter vielleicht zu lang für die. Okay, wie heißt das denn? Willst du mich verarschen? Mich verarschen. Das war deutlich. Und das war. Vielen Dank für dein. Für, ey, das war ja mal richtig deutlich. Und eine ganz neue Stimme. Kerze. Also zwischendurch kommen hier Stimmen durch. Ihr merkt es beim Portal. Die kommen dann ganz neu rein. So, ihr könnt auch jetzt mal näher zu uns kommen. Wir machen das nochmal aus, damit. Also, damit sich das mal. Also ich denke, Fiat hat Maria auch recht. Ich denke, heute war Dieter mal kurz da, mein Vater, dann war Erika mal kurz da. Dann war Harry kurz da. Die kommen immer alle mal durch. Aber es sind viele. Das ist immer nur so ein bestimmtes Zeitfenster. Ja. Ne? Das ist das. Und das Schöne ist, wir haben ein paar mit dabei, die uns sehen können, richtig sehen können. Also das ist unglaublich. Das ist war denn, das ist jetzt meine Frage, was mich so noch so ein bisschen nervös macht. War denn heute jemand anwesend, der so ein bisschen negativ war? Was war das? Ja, Geld. Wir sagen ja mal Wächter, vielleicht liegen wir ja falsch. Seid ihr zurzeit alleine da? Könnt ihr mit uns frei reden? Nein.
nochmal bitte für mich zur Wiederholung. Ja. Könnt ihr gerade mit uns frei reden? Ja. 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 Okay. Dann ist es. Ja, das ist so eine Zeit. Guck mal die Zeitfenster. Nee, pass auf, das ist. Ich habe mal was gelesen. Das heißt, die Zeit, wo wir als Mensch eigentlich schlafen gehen, wo es dunkel ist, ist bei denen so die Zeit, wo das Licht aufgeht, wo die aktiv werden, so, wo die aufstehen. Ne? Ja, aber wie Ausgang. Jetzt hören sie mit uns reden. Das ist dieses Zeitfenster, wo sie komplett mit uns frei sprechen dürfen. Dürft ihr? Was ist denn das hier, was ihr in der Hand haltet? Alter! Kam doch sofort danach! Feuerzeug! Ich bin wieder platt, ey. Jetzt bin ich maximal platt. Also manchmal ist das so. Und was macht das? So geil, der. Zwei sagen, weiß ich nicht. Mach mal an. Was macht das? Mach mal an. Ich helfe euch. Pass auf, lass mal ein bisschen Zeit, wenn ich eine Was Frage stelle. Was ist das? Natürlich gerade richtig Bock. Du weißt das, ne? Jetzt ist dir genau das Zeitfenster, wo die spielen wollen. Das haben wir jedes Mal. Dann wollen die zocken. Dann wollen die eigentlich zocken. Nix hier zum Zocken. Irgendwas, was wir, wo wir ein bisschen mit spielen können. Kannst du ein bisschen die Tür aufmachen, weil? Ja, mach wegen der Luft. Ich hab den Lüfter extra nicht angemacht. Ich weiß, ihr spielt gerne jetzt um diese Zeit, ne? Ich habe die scheiß Dose nicht mitgenommen. Zum ich habe alle meine Spiele zu Hause. Ich habe ja nichts hier. Wie heißt denn das hier? Willst du? Das ist das ist immer der gleiche Typ, der abliefert. Sorry, dass ich das sagen muss. Okay, jetzt pass auf, jetzt mein Gefühl. Ich sag dir jetzt mein Gefühl, ne? Ich fühle mich jetzt hier absolut nicht mehr alleine. Nach dem, was jetzt da gerade, was der gesagt hat, ne? Also Rose war ganz klar. So, jetzt bist du aber hier. Das war ja krass, Alter. Das kannst du nicht machen. Also so klare Aussage, so eine klare, deutliche Sprache. Wir haben aber auch immer an dem Zeitfenster jemanden, der uns, der wirklich alles weiß. Der wirklich alles weiß. Ja, das war auch der mit den Würfeln. Mit den Würfeln, mit den Karten. Also der ist wirklich, und jetzt ärgert mich das maximal, dass ich keine Würfel habe. Ich bin noch so, wo ich... Ich möchte noch was rausfinden. Ich möchte noch irgendwo. Ich will jetzt musst du irgendwas machen, wo er wirklich es schwer mit hat. Ich kann jetzt was machen. Nee, das mache ich nicht, oder? Dann mach mal. Dann mach mal, hat er gesagt. Dann mach mal. Okay. Mach. Siehst du, ich meine, das kommt, ich bin raus. Dann ist auch Schluss im Karton. Geht das nicht ab hier? So, ich habe jetzt hier was in der Hand. Was macht man damit auf? Ab.
Was ich hier habe, ist ein Geschenk aus Bali. Dort gibt es an jeder Ecke solche Souvenirs zu kaufen. Warum auch immer. Aber es funktioniert sehr gut zum Öffnen von Flaschen. Kann der Flaschen? So. Jetzt komm. Pass auf. Bevor ich das hier zeige, Leute. Das ist, hat Franzi aus Indonesien mitgebracht. Oh, jetzt zeige ich auch Franzi auch noch. Ja, ist das scheißegal. Das hat Franzi aus Indonesien aus Bali mitgebracht. Auch. Und das ist so, das wird da handgeschnitzt und so. Und da könnt ihr jetzt denken, was ihr wollt, aber wie nennt man das? Material ist denn das? Holz! Holz! Ey, was sind das für Antworten heute, Alter? Ich wollte schon die ganze Zeit aufhören, aber irgendwie. Das ist das Zeitfenster, wo wir nur richtige Antworten bekommen. Da muss ich ein bisschen leiser sein, weil ich hab die Tür. Ja. Habt ihr ein bisschen Spaß mit uns? Ja klar, also der Macker. Ja klar, sagt er. Ich möchte gerne echt mal deinen Namen kennenlernen. Kannst du uns den mal mitteilen? Olaf? Olaf? Ja, jetzt bin ich aber... Moment, ist dein Name Olaf? Ist so. Diese komische Kinderstimme hat auch gesagt, ja. Das Olaf, wir müssen sagen, ich muss hinzufügen, Olaf war einer mal Nachbar früher von meinen Eltern mit mir und der war auch mal mit zum Angeln nach Dänemark. Der hat ja auch einen ganz tragischen Tod mit einmal gehabt, der war eigentlich so kein Gesund, hat auch viel getrunken, war auch eigentlich Alkoholiker. Kam ja wieder zu dem Anfang. Seine Frau war ja querschnittsgelähmt, ab unten. Der hat bei Mercedes gearbeitet, hat dann eine Abfindung gekriegt irgendwann. Machen wir mal euch. Und ist dann auf tragische Weise, hat er einen Herzinfarkt gekriegt, ne, wo er sein Garagentor angebaut hat. Ne? Irgendwas hat er einen Herzinfarkt gekriegt. Und war eigentlich so fit. Also Olaf, ich habe mit Olaf sogar selbst zusammengearbeitet und habe das gemacht. Bist du das, Olaf? War das ein Job? Ein Job. Olaf, welche Haarfarbe hast du? Ja, zwei noch blond. Olaf! Moment, warte mal. Olaf, was habt ihr... Nein. Oh, da gibt's tausend Fragen. Welche Automarke hast du gefahren? Welche Automarke? Schön. Mazda war das. Olaf, was habt ihr in Dänemark literweise getrunken? Bier? Moment. Das stimmt. Und was war der kurze, das Zeug, was sie getrunken haben mit diesem Hirschgeweih? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich glaube, das kam, ne? Hast du auch gehört. Jägermeister? Mach's bitte
nochmal, Olaf, wenn du das bist. Wie hieß denn der Fisch, den ihr geangelt habt? Lamm hat der eine gesagt. Nein. Wie hieß denn der Fisch, den ihr dort geangelt habt? Ich hab's wieder gehört. Gehört? Moment. Ich muss das mit Olaf rausfinden. Olaf, wie hieß denn deine Frau? Du hast eben einen Satz gesagt, da war viel drin. Mit deiner eigenen Stimme auch aus dem Portal. Magst du das bitte nochmal wiederholen? Oh, ihr redet ja nur noch. Oder anders. Olaf, möchtest du uns was sagen? Sollen wir irgendwas jemandem mitteilen? Möchtest du mal wieder mit uns spielen? Oder gibt es ein Spiel, was du unbedingt mal mit uns spielen möchtest? Ja, jetzt nicht alle durcheinander. Ich habe schon zweimal verstanden. Bitte noch einmal, welches Spiel möchtet ihr vielleicht gerne mit uns spielen? Also eins mache ich nächstes Mal, denn das nächste Mal nehme ich ein Bier mit. Wenn wir nächstes Mal wieder spielen und nach 0 Uhr, ne, dann packe ich ein Bier damit hin. Weil ich höre andauernd Bier. Hier. Schon wieder. Habt ihr gerne Bier getrunken früher? Ja. Ich würde doch noch mal gern wissen, wie heißt das denn, was hier drin ist? Wenn Olaf da ist, ne? Olaf, ich frag dich noch mal, du kennst mich ja auch, ich bin der Bernd. Von damals. Was ist das für ein alkoholisches Getränk? Wie nennt man das? Nee, ist kein Amaretto. Was für ein Getränk hast du denn damals immer bei dir in der Garage versteckt vor mir? Boah, das gibt's doch nicht. Korn. Hat er gesagt? Ja. Olaf, oder wir alle, die jetzt hier anwesend sind, wie heißt denn das, wo wir jetzt hier gerade drin sitzen? Warte mal, ich brauche was gerade. Welche Lichtfarbe haben wir gerade da oben an? Nein. Nein.
hier Licht überhaupt unterscheiden? Negativ. Okay, dann ist das die falsche Frage. Moment. Wenn ihr das richtig unterscheiden könnt, könnt ihr mir denn mal sagen, wie viele Lampen an sind? Kann doch nicht sein. Bitte nochmal. Nochmal, 5-5. Ja, weil eine ist kaputt, ne? Eine ist kaputt. Ja, das ist der Kracher. Naja, scheißegal. Die wollen spielen, das müssen wir weitermachen. Warte mal. Ich muss sowieso mal eben kurz, ich geh mal kurz noch rüber. Pass auf. Ich hole mal eben kurz ein Spiel. Ich stell hier jetzt, ihr seht das auf der Kamera, ne? Ich stell hier mal was hin für euch, weil ihr könnt das ja sehen. Du vielleicht nicht, aber die anderen können das sehen. Ihr könnt das doch sehen teilweise, oder? Könnt ihr das sehen, was ich hier gerade hingestellt habe? Okay. Wie viele Fernbedienungen habe ich hier hingestellt? Das gibt's nicht. Ich habe es noch nie mal ausgesprochen. Dankeschön, ich habe es jetzt zweimal gehört. Es sind 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jetzt haben wir das hier mitgemacht. Ich mache es jetzt mal mit was anderem. Genau, alles okay, ich bin da. Ich habe hier die beiden Dinge. Die habt ihr ja heute schon genannt, was das ist. Wie viele Stück sind das denn? Dankeschön. Ja, ich habe es von der einen Stimme gehört, vielleicht war das auch Olaf. Ist jetzt ein bisschen schwer, jetzt mal ganz am Rande. Ne? Ihr hört ja auch vieles raus und ihr hört vieles raus. Und wie Dennis gesagt hat, können Sie auch andere damit schmücken. Ich denke, was ich heute wieder erfahren habe für mich, was auch sehr spannend war, ich glaube, es muss nicht immer nur anwesend sein, es ist vielleicht auch jemand hier jetzt bei uns anwesend, dann kriegen wir klare Antworten von jemandem. Aber es scheint auch so zu sein, dass wir irgendwie so eine Art Kanal haben, wo die vielleicht woanders sind, vielleicht auf unsere Erde oder woanders irgendwo, in Parallelwelt, und wir trotzdem mit denen kommunizieren können. Ich frage heute jetzt nochmal, weil wir haben gerade ein gutes Zeitfenster, wir haben Viertel vor eins. Wie viele sind denn gerade hier in diesem Raum von euch anwesend? Wie viele Personen? Und bitte noch einmal die Zahl. Vier? Stimmt das mit vier? Eine 5, okay. Wenn die 5 Seelen oder Anwesenden, könnt ihr mir bitte eure Namen einmal ganz in Ruhe mitteilen? Okay, ich merke, es sagen auch einige Nein und ihr wollt das vielleicht nicht. Gut. Ich mache jetzt mal kurz Werbung. Na, wir sehen das ja hier. Wie heißt denn die Marke auf dieser Flasche? Hör mal auf. Tut mir mal einen Gefallen. Ich habe hier was in der Hand. Frag mal, was ich jetzt auf den Kompost schmeiße. Dennis geht gerade nach draußen und schmeißt was auf den Kompost. Was ist das, was Dennis gerade auf den Kompost schmeißt?
gehört habe, war Brot. Und dann kamen ganz viele andere Sachen. Das musst du selbst filmen. Nee, du weißt es selbst. Was habe ich auf den Kompost geschmissen? Was haben wir im Kompost geschmissen? Es kam Erdbeeren. Nee. Hast du eine Dose drin, welche oder was? Nee, waren in diesen Dings, die halten ja nur einen Tag. Die Füße haben zu schimmeln, das hat eben gestunken da. Kannst du wegschmeißen. So. Also, ich hab eben, um dich abzuholen, die Fernbedienung alle hier hingelegt. Ne? Pass auf. Ich hab die Fernbedienung hingelegt. Was hab ich denn hier drinne? Wie heißt das Spiel? Nemo, da kam Nemo. Und jetzt geht's los. Das kannst du nicht erfinden. Habt ihr Lust zu zocken? Ach so, wie heißt denn das hier, was ich in der Hand halte? Wie heißt das? Was macht das? Was macht das? Boah, es macht Musik. Es macht Musik, habe ich aber auch ganz klar gehört. Soll ich das mal anmachen? Nö. Mal gucken. Nein. Ja, kannst du mal anmachen? Dreimal nein und der andere hat noch was gesagt. Also, ich muss das nochmal hören, ich will euch nicht verärgern. Soll ich das mal anmachen? Wie heißt der Film? Das gibt's doch nicht, Harry Potter. Oder was? Alter, krass, Alter. Danke, vielen lieben Dank, ihr. Es macht wirklich Spaß, mit euch hier abends zu sitzen. Wirklich. Das ist. Also dieses Zeitfenster, Freunde, was wir jetzt haben, ne, das ist immer so 0:15 kannst du sagen, bis wir waren sogar bis 2.30 Uhr, du warst nur in Berlin, in der Leichenhalle. Das ist immer so dieses bis 3 Uhr, du hast diese Chance von 0 bis 3 Uhr und dann sind die aktiv. Dann so, geht's richtig rund. Wir machen jetzt mal kurz. Jo. Dankeschön. So, ich habe jetzt ein paar Karten hier rausgezogen. Ich gebe jetzt einfach, ich habe die durchgemischt, ich gebe jetzt einfach einen halben Stapel Bären. Ja. Bären sucht sich gleich eine Karte raus, die er mir nicht zeigt. Ja. Und ich suche mir eine raus. Ich muss dann erraten, er fragt, was er sieht. Ihr sagt das und ich rate das, was ihr sagt. Okay, ich habe es mir angeguckt und jetzt. Ihr habt einen Ansatz schon gut gemacht. Sagt mir bitte, was ich hier sehe. Ich halte euch das mal so. Warte mal, das ist gerade still, als würde ich gucken. Ich hab's schon einmal gehört.
Ich halte es jetzt hier, denn das kannst du nicht sehen. Ja. Guckt euch das bitte einmal an. Das ist der Franzose, der hat doch eben auch gesprochen. Der weiß das doch. Sagt bitte einmal ganz klar, was das ist. Es ist 3-4 Mal schon gekommen. Da. Und nochmal. Könnt ihr Dennis sagen, was ich frag jetzt? Ja. Was hält Bernd an der Hand? Was ist das? Ihr müsst mir helfen. Ich frage nach Antworten und ihr sagt ja oder nein. Ist das eine Frucht? Sie? Ist das eine Frucht? Frucht. Ist das ein Gegenstand? Ist das ein Tier? Pfui. Nee. Was für eine Frucht ist das? Kirsche? Könnt ihr denn jetzt mal die Farbe sagen von der Frucht? Ganz klar, welche Frucht das ist, bitte einmal. Bitte noch einmal. Nochmal, Alter. Aber du kannst es nicht hören. Ich höre das dann ganz klar. Du wirst es ganz leicht hören bei der Auswertung. Na, das kam so oft. Zitrone? Ja, habe ich nicht gehört. Das ist das so Zitronen. Geil. Bin gleich mal gespannt bei dir. Weil das ist so schwer. Das ist aber ein geiles Spiel. Wie hieß das jetzt, was er da gezeigt hat? Heute habe ich wieder ein bisschen mehr die Ohren. So, so jetzt bin ich mal gespannt. Dennis nimmt auch eins. Ihr könnt das sehen. Ich zeige das mal hier rein, damit die Leute das auch sehen. So, was halte ich hier in der Hand? Was ist das für eine... Was ist das? Ja, ich bin hier. Du sollst fragen. Ist das eine Frucht? Welche Farbe hat das denn? Rot? Kann man das essen? Gemüse? Ist es ein Gemüse? Übergibt's sie. Ist das ein Gegen... ist das ein Objekt? Miau. 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 Miau.
verstehe. Frag doch mal, welche Tiere das essen. Okay, welche Tiere essen das denn? Oh, Moment, 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 ich hab's. Der kam schon. Ist das Banane? Nee. Der kam doch schon Bananen. Ich hab das so. Der hat Affe gesagt. Ja. Der hat Affe gesagt. Und das war nämlich der Indikator und die andere. Ich hab sogar richtig Banane gehört. Ich gebe Bernd jetzt irgendeine Nummer hiervon. Da sind Zahlen drauf. Ich ziehe mir jetzt hier oben eine raus. Oh, eine ist runtergekommen. Okay, hab sie gesehen? Nee, die kannst du auch. Kann ich zeigen? Ja, die kommt. Also drauf. Wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob die Kamera das zeigt, weil bei grün ja. Genau, zeigt ja. Ja so. Ich würde sagen, Bernd fängt an. Wieso schmeißt du jetzt die Karte da wieder rein und solltest doch fragen? Ja, aber ich hab dir ja schon gezeigt. Die wissen doch, was ich in der Hand halte. Du hast das in die Kamera gezeigt, aber du sollst doch... Moment. Ist egal. Welche Zahl habe ich gerade in der Hand gehabt? Zweimal habe ich sie gehört. Einer bitte nur einmal. Welche Zahl habe ich gerade von Dennis bekommen und habe die in die Kamera gehalten? Ja. Kann sein. Könnte passen. Kannst du es nochmal wiederholen? Alter. Kannst du nochmal wiederholen bitte? Okay, dann mache ich euch das ein bisschen einfacher. Er hat ja die Karte weggeschmissen. Welche Zahl halte ich hier in der Hand? Welche Zahl? Der Franzose, komm, gib mal alles. Welche Zahl hat Dennis da in der Hand? Die war aber kann doch zweimal. Aber die tiefe Stimme eben. Also nicht jeder weiß das, ne? Wir haben und wenn ich das umdrehe, was für ein Buchstabe ist das? Spaß gehabt. Ich denke, es ist schade, ne? Aber Dennis und ich müssen morgen auch noch zum Geburtstag irgendwie. Ach du, ich Mutti, weiß, wir kommen morgen nicht. Und nein. Nein, pass auf. Wir haben jetzt einmal noch, hier kann ich das besser zeigen in der Kamera. Das war ja die wir auch in dem Schloss mit bei Carsten mit hatten. Ja, und dann haben wir noch mal. Krass. So, und jetzt, wie gesagt, einmal yes, einmal no. So, jetzt wird die Münze gleich geworfen. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier rauskriegen. Das wird auch dann der Rest, der Schuss jetzt hier sein. Ja. Bevor du die Münze schmeißt, ne? Wir gehen ja morgen zum Geburtstag, ne? Deswegen will ich einmal kurz mit euch ein kleines Lied singen. Happy Birthday to you, happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe... Zu wem gehen wir morgen hin? Wer ist gefühlte 340 Jahre alt geworden? Ich hab den ganzen Namen gehört. Das kannst du bei Auswertung sehen. Yeah.
ist der Name? Nicht ganz. Ja, Oma ist auch richtig, aber nicht ganz. Hörst du an? Hörst du an? So, ihr werdet es wie gesagt gezeigt. Ihr könnt euch auch die Münze einmal angucken. Die hat zwei Seiten. Und da stehen zwei Sachen drauf. Da steht Yes und No drauf. Genau. Seht ihr das? Ja. Ja, gut. Ich werde jetzt. Ja, der ich mag das. Ich werde jetzt die Münze einmal drehen, auf meine Handfläche legen und ihr sagt mir, was oben liegt. Was liegt oben? Yes oder no? Yes. Mach nochmal ein bisschen Luft. Was liegt oben? Bitte, bitte einmal das Wort sagen. Yes oder no? Das kann ich. Ihr könnt auch ja oder nein sagen. Was ist oben? Bitte. Ja. Es kam gut. Noch ein Yes. Kam wieder Yes. Ja, es kam also viermal Yes. Yes. Da kam auch mal ein paar Mal Yes. Ja. So, und ich würde sagen, für mich ist das jetzt, ja. Ich will jetzt noch gucken, weil die, das Modem hinten, weiß ich nicht, das hat jetzt nicht mehr rot geleuchtet. Ob das vorher funktioniert, nicht. Genau. Genau. Stimmt, aber ich will mir jetzt noch den Dings angucken, also weil das Video noch nicht. Von meiner Seite möchte ich euch erstmal herzlich danken, alles was heute gekommen ist. Ich wünsche euch, egal was ihr macht, wo ihr seid, welche Welt, was das ist, weil wo wir nicht durchsteigen und höchstwahrscheinlich nie jemand 100% durchsteigen wird, wünsche ich euch erstmal alles Gute weiterhin, bis wir uns demnächst sehen. Bitte, bitte, bindet uns.